Aufzeichnung angehalten, Aufzeichnung fortsetzen. Dann würde ich sagen, beginnen wir wie immer halbwegs pünktlich. Herzlich willkommen zu unserer vierten Fortbildungsreihe mit Alba Berlin. Heute mit dem Thema Spiele mit Köpfchen. Wir freuen uns, dass ihr euch wieder so zahlreich angemeldet habt und ja, jetzt auch schon wieder bei unserer vierten Reihe, wie gesagt, dabei seid. Was genau sich hinter dem Titel Spiele mit Köpfchen verbirgt, werden wir euch natürlich nachher noch verraten. Erstmal für alle heute unsere Referenten. Wir haben es schon mitbekommen in unserem kleinen Aufwärmquiz. Nima Maserat von Alba Berlin für die Aus- und Fortbildung mitverantwortlich feiert heute mit uns seinen 40. Geburtstag. An dieser Stelle alles, alles Gute nochmal. Viel Gesundheit für dich. Und viel Spaß heute bei der Fortbildung. Und auch der Kollege Florian Lau, Beauftragter für Schulbasketball bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, ist heute auch wieder dabei. Florian, wir freuen uns, dass du auch wieder mit an Bord bist. Ja, danke für die Einladung. Schön dabei zu sein. Danke. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, nochmal ganz kurz zum Ablauf des Ganzen. Die beiden werden euch gleich durch die Fortbildung führen. Und ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Dazu nutzt bitte den Frage- und Antwortbereich, den ihr hier findet. Wir werden dann diese Fragen zur gegebenen Zeit an die Referenten reinspielen. Bitte immer direkt zur jeweiligen Spielform fragen, weil wir damit dann gleich in die Diskussion kommen wollen. Wenn ihr weitere Anregungen habt, Ideen oder euch austauschen wollt oder niemals zum Geburtstag gratulieren wollt, dann könnt ihr das gerne im Chat machen. Dort bitte aber keine Fragen reinstellen, weil dann gehen die vielleicht unter. Dazu nutzt bitte, wie gesagt, den Fragen- und Antwortbereich. Das Ganze wird wie immer aufgezeichnet und im Nachgang für euch zur Verfügung gestellt. Ihr bekommt natürlich auch wieder die Teilnahmebescheinigung, die wir im Laufe der Woche versenden. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wollen wir kurz noch mal unser Projekt vorstellen. Die, die Wiederholungstäter sind, kennen das natürlich schon. Wir haben aber auch ein paar Neuigkeiten. Also auch für euch gibt es eins, zwei Informationen, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Unser Projekt Sport Digital Mehrbewegung im Quartier, gefördert vom Bundesinnenministerium, besteht aus drei Säulen. Zum einen der Säule Sport macht Spaß, wo wir euch jeden Samstag eine neue Kita und eine neue Grundschulfolge bei YouTube veröffentlichen. Das ist unser Mitmachangebot für die Kids, um zu Hause Sport zu treiben und sich zu mehr Bewegung zu animieren. Die zweite Säule ist unsere Mediathek, die Albathek. Dort sind wir einen großen Schritt weitergekommen und freuen uns, dass wir hoffentlich unseren, ich nenne es mal Eröffnungstermin, auch wenn das Thema, der Begriff in Berlin vielleicht ein bisschen vorbelastet ist, halten können und zu Beginn des neuen Schuljahres damit online gehen und ihr dort ähnliche Inhalte, wie wir sie euch in der Fortbildungsreihe vorstellen werden, online finden könnt. Und ihr könnt aktuell auf YouTube unter dem Begriff Albathek alle Fortbildungen, die wir bisher durchgeführt haben, sowie auch die heutige, online finden. Und ihr findet dort auch alle Spiele nochmal zur Verfügung gestellt. Und die dritte und letzte Säule ist das Thema Fortbildung, wo wir ja jetzt hier schon online in der vierten Runde, wie gesagt, sind. Wir hoffen und planen, dass wir auch bald wieder in Präsenz unterwegs sein können. Unser Ziel ist es, im Rahmen des Projekts in jedem Bundesland eine Fortbildung durchzuführen bis zum Ende des Projektzeitraums. Das Projekt läuft aktuell bis Ende 2024, sodass wir auch noch ein bisschen Zeit haben, das hoffentlich dann nachzuholen und umzusetzen. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback an uns habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an sportmachtspaß@albaberlin.de. Wir werden im Nachgang aber auch wieder in den Chat einen Link stellen für unseren Feedback-Fragebogen und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns zahlreich ja, eine Rückmeldung gebt, was euch gefallen hat oder welche Themen ihr vielleicht in Zukunft noch hören wollt.
Dann haben wir jetzt auch mit meinen ganzen Vorreden die 500er Teilnehmergrenze erreicht. Ich freue mich, dass so viele wieder da sind und gebe das Wort ab an unsere beiden Referenten und wünsche allen erstmal viel Spaß. Vielen Dank, Steini. Flo und ich haben ja heute wieder die Ehre, diese Online-Fortbildung euch zu präsentieren und hoffentlich auch gute Anregungen zu geben, aber natürlich auch zu bekommen. Worum soll es heute gehen? Handlungsschnelligkeit im Sport. Wir haben es mit dem plakativen Titel Köpfchen ein bisschen darstellen wollen, aber letztendlich geht es uns um Handlungsschnelligkeit im Sport und wir wollen euch Anregungen geben anhand der von uns ausgewählten Videos, welche Spielformen in unseren Augen geeignet sind, die verschiedenen Bestandteile, auf die komme ich gleich zu sprechen, in den Spielformen wiederzufinden. Und last but not least, das kennt ihr ja schon, wenn ihr schon häufiger dabei wart, die Diskussion und den Ausblick auf die zukünftigen Fortbildungen wollen wir noch geben. Vorgestellt sind wir ja bereits, von daher können wir direkt in die Fortbildung starten. Als wir die Präsentation erstellt haben, habe ich mich an ein altes Zitat meines Freundes und Kollegen Marius Huth von Alba Berlin erinnert. Wir haben nämlich über Schnelligkeit im Sport gesprochen und wie oft eigentlich die Maximalschnelligkeit trainiert wird, aber auf einem Basketballfeld von 28, maximal 30 Metern, bei Minis und jüngeren Spielern sogar noch kürzer, kommt es gar nicht so sehr darauf an, wer am Ende die maximale Geschwindigkeit erzeugen kann, sondern wer eine Situation schnell erfasst, schnell reagiert und dann ist meistens schon der Vorteil erspielt fürs Team. Von daher ist das quasi so unser Leitsatz. Es kommt nicht darauf an, wer der Schnellste ist, sondern wer als erstes losläuft. Hat mir auch ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich nie zu den Schnellsten im Basketballsport gehört habe, aber mit Köpfchen dann doch meine Berechtigung gefunden habe. Und das wollen wir heute mal mit euch in aller Ausführlichkeit besprechen. Handlungsschnelligkeit ist ein Baukastensystem aus vielen, vielen Komponenten, die man teilweise isoliert, aber noch besser natürlich in Kombination trainieren kann. Ein Start, Ausgangspunkt und auch Startpunkt für eine neue Runde ist dabei immer die Wahrnehmung. Also was nehmen die Kinder wahr, wie schnell nehmen sie es wahr und was leiten sie aus der Wahrnehmung ab, um die Situation, in der sie sich befinden, zu beschreiben. Also muss ich nach hinten rennen, weil ich in der Verteidigung bin, muss ich nach vorne rennen? Muss ich bei meinem Mitspieler helfen oder hat er alles im Griff? Es gibt also unendlich viele Situationen, in denen die Kinder, die Sportler, die Sportlerinnen eine Situation analysieren müssen und anhand dieser Situation natürlich überlegen, wie kann ich die Situation lösen? Also manchmal ist auch die Lösung, dass ich gar nichts tue. Manchmal ist die Lösung, dass ich aktiv werde. Manchmal ist die Lösung, dass ich mich für eine andere Person quasi in den Ring schmeiße, damit sie den einfachen Korbleger hat. Das Ganze setzt sich dann in einer bestimmten Basketball, ist ja ein Bewegungssport und wir freuen uns ja alle, wenn die Bewegung, wenn die Hallensituation zu den Sportlern zurückkehrt. Wie äußert sich das Ganze also in einer motorischen Lösung? Ich laufe nach hinten, ich laufe einen Cut, ich gehe zum Rebound, ich versuche den Dribbler zu stoppen und so weiter und so fort. Ja, und am Ende dieses Prozesses, wie gesagt, der ist nur sehr verkürzt dargestellt, da kann man mit Sicherheit eine eigene Fortbildung nochmal konzipieren. Am Ende dieses Prozesses steht eben die Reflexion, manchmal mit meinem Trainer oder meiner Trainerin oder auch alleine, war das jetzt die richtige Entscheidung? Auf Basis meiner Wahrnehmung, auf der Situationsanalyse habe ich das entschieden, am Ende geht es um Entscheidungsfindung, entschieden, was meiner Mannschaft in der Situation geholfen hat oder eben nicht. Und das Ganze ist eben ein kontinuierlicher und sich immer wiederholender Prozess. Ihr seht hier ein paar Bausteine, die wir heute mal exemplarisch für euch aufgeschrieben haben. Über die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit habe ich ja gerade schon ein bisschen philosophiert und sinniert. Zu den exekutiven Funktionen will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht so viel sagen, genauso wenig zur Entscheidungsfindung. Die Folien bekommt ihr ja ohnehin im Anschluss an die Fortbildung. Und auf die verschiedenen Komponenten wollen wir eigentlich anhand von konkreten Beispielen, also anhand
der Videos, die wir uns gleich mit euch anschauen werden, nochmal hinweisen, was bestimmte Spielformen, die wir euch zeigen, für verschiedene Funktionen sozusagen trainieren und die Kinder vor verschiedene Situationen stellen. Und bevor wir das jetzt so theoretisch machen, zeichnen sich ja unsere Fortbildungen durch ansprechende Videos und einer hoffentlich lebhaften Diskussion und Frage-Antwort-Runde aus, sodass wir dann uns anhand dieser Begriffe so auch ein bisschen durch die Diskussion hangeln wollen. Genau, dann steigen wir auch gleich ein in die Spiele. Ihr könnt mir gleich nochmal Feedback geben, ob das dann auch so läuft. Und es hat sich ja bewährt die letzten Male, dass wir gerne direkt dazu Fragen stellen könnt und wir das Spiel dann nochmal ohne Ton laufen lassen, sodass ihr es dann noch ein, zwei Mal seht, während wir darüber diskutieren. So, dann würde ich mal sagen, Action. Wir spielen heute das Spiel Schere, Stein, Papier in ein paar Varianten. Schere, Stein, Papier, ihr kennt das alle, wir haben Schere, Stein, Papier. Okay? Und wir spielen das erstmal so gegeneinander. Ihr stellt euch gleich an die blaue Linie. Und der Gewinner rennt weg. Der Verlierer muss versuchen, den anderen zu ticken. Die Ziellinie ist da, die blaue Linie, wo die beiden Hütchen stehen. Und hier die blaue Linie, wo die beiden Hütchen stehen. Du hast gewonnen, genau. Ja, zählt eure Punkte ruhig mit, dann können wir nachher so ein bisschen abrechnen. Wir werden das Spiel dann noch in ein paar Varianten spielen. Irgendwann werde ich reinrufen, der Verlierer rennt weg. Dann rennt immer der Verlierer weg. Die Verliererin rennt weg, los geht's! Irgendwann werde ich sagen, wir holen uns einen Ball. Dann werden wir uns da hinten einen Ball holen und spielen das ganze Spiel mit Ball. Gewinner rennt weg. Wir dribbeln jetzt aber. Also nicht den Ball tragen, wir versuchen den Ball zu dribbeln, okay? Okay, also im Prinzip ist das ja ein Klassiker, den viele kennen als Reaktionsspiel. Viele kennen das als Schwarz-Weiß, dass man die beiden Gruppen aufstellt, beziehungsweise die Paare. Die Kinder warten dann auf ein Signalwort und das ist dann einfach nur der Trigger, jetzt läufst du weg oder du fängst oder andersrum. In dem Fall ist es ein bisschen angereichert mit ein bisschen mehr Kognition, die da erforderlich ist. Also wir müssen natürlich eine Sache, wir brauchen diese verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Also ich reagiere darauf, muss nochmal denken, Schere zerschneidet Papier. Einige sind da super schnell, einige ein bisschen langsamer. Je öfter man das natürlich macht, desto schneller funktioniert auch dieser Prozess. Und dann schließt sich die ganz normale Reaktion an. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, um nochmal das Köpfchen reinzuholen. Man sieht, je schwieriger das ist, desto länger stehen die sich gegenüber, weshalb wahrscheinlich auch gar nicht so oft die Situation zustande kommt, dass man sich umrennt, dass beide in die gleiche Richtung rennen. Also die sind ja hier noch eine Weile voreinander. Kennt ihr da Varianten? Nima, ist das bei dir auch ein Klassiker im Training? Das Wegrennspiel? Das ist vor allen Dingen nicht nur ein Klassiker für die jetzt eher jüngere Altersgruppe, sondern auch in der U15, U16 im Vereinssport habe ich mir tatsächlich von Norbert Opitz von Alba Berlin auch einen Jugendtrainer abgeschaut. Das macht auch seine Jugendbundesliga immer mal wieder zum Warm-up. Wird denen weder langweilig und das Arbeitsgedächtnis sozusagen, welches Signal nehme ich wahr? Okay, ich habe den Stein, ich habe die Schere oder du hast die Schere und daraus die richtige Handlung abzuleiten. Ja. Das ist auch bei den 15-, 16-Jährigen immer noch mit bestimmten Standzeiten verbunden. Also würde ich sagen, ist ein sehr breit einsetzbares Aufwärmspiel, was man natürlich, wie jetzt hier mit der Hinzunahme von Bällen, auch wunderbar erweitern kann. Mhm. Wir werden ja auch gleich noch die Variante oder eine Variante, wir haben ja mehrere Varianten gedreht, eine Variante sehen. Genau. Hier trudeln auch schon die ersten Vorschläge ein, wie es auch in der Praxis gespielt wird, also dass man nicht Schere, Stein, Papier macht, sondern nochmal ganz andere Kommandos vereinbart miteinander.
Jetzt haben wir hier als Beispiel zum Beispiel Drache, Prinzessin und Zauberer von Franziska vorgeschlagen bekommen. Oder dass man das Ganze aus unterschiedlichen Ausgangslagen macht. Also ich glaube, das ist auch was, was viele auch zu Beginn der Leichtathletik im Sommer machen, dass man auf dem Freiplatz sich gegenüber liegt, sitzt, steht, rückwärts und so weiter. Das macht es nochmal ein bisschen knackiger und sehr variantenreich offensichtlich. Okay, alles klar, dann greifen wir nicht zu viel vorweg, schauen wir uns doch gleich die erste Variante, die wir hier vorbereitet haben, an. Ist klar. Ja, soll ich dich vorwarnen? Dann zwinker ich. Ich zwinke auffällig nächstes Mal. Ich muss nur den Ton wieder anmachen, damit wir es ja auch hören. Okay. So, Variante 2. Wir spielen jetzt eine Variante des Spieles Schere, Stein, Papier. Diese Variante ist ein Teamspiel. Das heißt, wir machen gleich zwei Mannschaften, ein rotes Team und ein blaues Team. Dann legen wir den Ball in die Mitte auf unser Hütchen drauf. Und dann müsst ihr als Mannschaft überlegen, welche Form des Schere, Stein, Papiers ihr sein wollt. Es gibt drei Formen. Einmal Schere, einmal Stein und einmal Papier. Müsst ihr euch als Team absprechen? Die Gewinner schnappen sich den Ball und machen was? Angreifen. Egal auf welchen Korb. Die Verliererinnen spielen Verteidigung, schnappen sich den Ball beim Rebound und hauen ihn sonst, wenn sie nicht getroffen haben, rein. Okay? Schere, Stein, Papier. Super, Lina. Und rein damit. Juhu. Schere, Stein. Hey. Erster Papier macht er die Ausführung, okay? Nochmal, absprechen. Schere, Stein, Papier. Los. Super. Jo, sehr gut. Ball in die Mitte. Könnt ihr schon mal absprechen. Schnell zusammen in die Teams, los geht's. Okay, hier sieht man natürlich ganz schön die Folgen, wenn man das so kombiniert. Wenn jetzt die Teams unterschiedlich schnell schalten, dann führt es auch mal zu einer Unterzahlsituation oder einer Überzahlsituation, je nachdem, wie schnell da agiert wird. Also glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache, um das in einen Teamgedanken zu überführen und nochmal den eigenen Beitrag dabei so ein bisschen abrechenbarer zu gestalten. Also dass das nicht nur eine 1-gegen-1-Situation ist, sondern in einem Teamspiel mündet. Nima, was kannst du dazu noch sagen, bevor wir mal die Zuschauenden einbinden? Ja, was mir absolut an dieser Variante gefällt ist, und das hat man bei dem ersten 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 gesehen, das Mädchen ist zum Ball gerannt und hat sofort die Situation erkannt, dass ich auf den Korb hinter mir spielen sollte. Mhm. Und vor allem diese Verknüpfung von, wir sprechen uns als Team ab. Und genau da sieht man es nochmal. Vielen Dank, Steini. Ja. Dass das Mädchen sozusagen nicht in, ich gucke mir den Korb vorne an, sondern dieses, was ist der beste Vorteil in der Situation, also Arbeitsgedächtnis erkannt und dann auch eine sehr erfolgreiche Lösung gefunden für ein Spiel, beziehungsweise für den Korbleger, ist wunderbar und kann man meines Erachtens auch sehr breit im Training, in der Schule, meiner Meinung nach auch locker in der Oberschule einsetzen. Genau, und wenn man dann da noch ein paar Feedbackschleifen einbaut, dann wird es vielleicht noch ein bisschen taktischer. Dann gibt es die Ersten, die nach außen ausweichen, sich dort vielleicht anbieten, wenn es dann doch über eine Verteidigungslinie hinweg soll. Ich glaube auch, dass man da immer gute Fortschritte auch sehen kann. Jetzt wurde hier noch ein Beitrag geleistet, und zwar von Michaela Gröber. Wie sieht es denn aus mit Kopfrechnen? Ja, dass man zum Beispiel Rechenaufgaben stellt, dass das eine Lehrkraft macht oder vielleicht Schülerinnen und Schüler am Rand und gerade ungerade Zahlen zum Beispiel ein Ergebnis zur Folge haben, ne, wer wegrennen muss. Oder gibt es da noch andere Ideen? Was fällt euch noch ein im Chat? Da geht da bestimmt noch mehr. Also, dass auf jeden Fall das Arbeitsgedächtnis ein bisschen rattern muss, dass man Konsonanten, Vokale zum Beispiel, ist hier ein super Hinweis, Leo. All das, was man vielleicht auch vorher noch, gerade an der Grundschule, ist ja so, dass auch
die Lehrkräfte dann auch mit der Klasse vielleicht mitgehen und dann den Sportunterricht machen, dass man Sachen vielleicht aufgreift, die man vorher noch gefestigt hat. Ja, jetzt werden wir hier alle kreativ, super. Quizfragen, Rechenaufgaben, Ungerade, Topografie, alles das toll. Genau, dass man da Begriffe aufgreift. Super, genau so soll es sein. Genau, vielleicht nochmal der Hinweis, dass ihr die Ideen und Anregungen in den Chat packt. Genau, die Fragen, wenn ihr wirklich konkrete Fragen, Nachfragen habt, nochmal in diesen Fragen- und Antwortbereich dann genau reinspielen. Und natürlich, jetzt haben wir noch ganz viel über die Lösungsvarianten in der Mitte gesprochen, aber vielleicht auch nochmal die Möglichkeiten, andere Ziele, andere Spiele natürlich auch einzubinden. Wir haben jetzt wieder unseren Klassiker gezeigt, Basketball. Geht natürlich auch mit allen anderen Möglichkeiten. Was für eine Überleitung, weil wenn wir zum nächsten Spiel kommen, und gar nicht abgesprochen, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, dann sehen wir sozusagen, dass die kognitive Aufgabe ein bisschen gesteigert wird. Und ja, auch hier würde ich sagen, wir hören uns erstmal die Erklärung zu den Kartenspielen an, die unser Trainerkollege Christoph präsentiert. Und dann geben Flo und ich unseren Senf dazu. Ja, vielleicht noch, jetzt kam noch eine Frage zu den Rechenaufgabenbeispielen. Ich könnte das noch kurz beantworten und erläutern, weil es gibt ja dann nur ein Ergebnis, sind dann alle im Angriff, wenn beide Mannschaften das gleiche Ergebnis haben. Wie funktioniert das mit den Rechenaufgaben? Ja, was man ja machen könnte, das Beispiel kam ja jetzt von den Teilnehmenden, das war ja gerade oder ungerade Zahl. Mhm. Da könnte man jetzt natürlich ausmachen, wenn das Ergebnis auf dich zutrifft, dann wirst du Jäger. Und wenn das dann zu einfach ist, dann kann man alles nochmal durchmischen, dann wird man der, muss man gefangen werden vielleicht. So könnte man das machen. Alles klar. Vielen Dank. Dann gucken wir mal ins nächste Spiel rein. Also den Ton haben wir. Fünfte Wurzel aus. Wir spielen jetzt das Spiel Karten-Action. Wir haben dazu drei Kartenspiele aufgebaut. Und zwar haben wir einmal hier vorne für euch zwei eine Variante von Halligalli. Das Spiel funktioniert so, ihr dreht euch eine Karte um. Jetzt sehen wir hier die Symbole, so wie ihr das seht. Für dich wäre also grün unten, für dich wäre gelb unten. Muss ich jetzt ganz schnell meine Becher hier so aufstapeln in der Reihenfolge. Habe ich das geschafft? Einmal die Glocke bingen. Der Gewinner von euch beiden darf sich hier aus der Mitte einen der drei Bälle aussuchen und spielt dann entweder Fußball unten auf die Bananenkisten mit dem Softball als Handballvariante in die Reifen treffen oder mit dem Basketball logischerweise oben in den Korb. Wenn ihr fertig seid, legt ihr euren Ball wieder in den Reifen, sucht euch ein anderes Spiel. Spiel Nummer 2 ist hier unser Spiel Patsch. Wir haben ganz viele Karten hier in der Mitte. Einer von euch beiden würfelt. Das Ergebnis zählt für beide. Ich muss den Vogel auf dem blauen Hintergrund finden. Sucht mal kurz. Zack, einmal draufhauen. Okay, wer zuerst die Karte findet, ist wieder derjenige, der sich den Ball schnappen darf. Und als letztes hier drüben Doppel. Wir drehen unsere Karte und die Karte in der Mitte um. Dreht mal eure beiden um. Und jetzt ist ein Symbol auf eurer Karte, stimmt mit dem in der Mitte überein. Genau richtig, das Zebra bei dir. Jetzt wieder der Gewinner darf losrennen, sich einen Ball schnappen und angreifen. Let's go! Das ist jetzt Verteidiger. Wenn er losrennt, rennt er los. Wichtig, wir haben drei Bälle. Ihr seid drei Gruppen. Die zuerst fertig sind, haben den Vorteil, dass sie sich den Ball aussuchen dürfen. Die anderen müssen das nehmen, was übrig bleibt. Und als zweites, wenn ihr zurückkommt, müsst ihr das Spiel wechseln. Ich kann also nicht die ganze Zeit hier Halligalli spielen, sondern beim nächsten Mal, wenn ich komme, spiele ich Patsch, beim nächsten Mal Doppel und so weiter. Ball zurücklegen, sucht euch ein neues Spiel in Ruhe. Ja, wir haben alle Spiele schon durchgespielt. Und stopp! Legt mal rein. Ihr merkt euch eure Punkte. Wir wechseln die Partner und spielen weiter. Jeder sucht sich mal einen neuen Mitspieler. Schnell, schnell, schnell. Und weiter geht's. So,
Genau, also erstmal vielen Dank fürs Video, was mir an der sehr guten Erklärung unseres Trainers gefällt. Die Kinder verstehen es sofort und alle drei Spiele sind irgendwie ähnlich, aber doch überhaupt nicht ähnlich. Es geht um schnelle Reagieren am Tisch und vor allen Dingen dann auch noch um das schnelle Reagieren, welcher Ball ist frei und wenn ich mir den Ball ausgesucht habe, welches Ziel sollte ich ansteuern? Und dann gibt es auch noch unterschiedliche Ziele, die ich mir aussuchen kann. Das heißt, ich habe viele verknüpfte Entscheidungen, die ich treffen muss und meine Handlung daraus ableiten muss. Bei Alba Berlin ist uns immer wichtig, dass die Kinder eben nicht nur alles im Basketballkontext kennenlernen, sondern, wie man jetzt hier gerade sieht, auch den Ball versucht, in den Ring zu werfen oder Fußball zu spielen, weil es ja um eine breite Grundlage geht, die die Kinder im Sportkontext lernen sollen. Es wird wahrscheinlich oder hoffentlich bei euch in der Kita oder in der Schule genauso sein, dass nicht nur die Fußballcracks die ganze Zeit die Fußballspiele bekommen, sondern dass alle Kinder immer wieder motorisch und kognitiv gefordert werden. Eine Frage habe ich gerade gelesen, wie man so etwas im Klassenverbund machen kann. Da fällt mir sofort ein, dass die sechs Jungs sind es in dem Fall, wenn sie fertig sind, dann sich hinter einen Korb stellen und die nächsten immer wieder reinschicken, sodass man quasi einen kleinen Kreis hat. Ich bin dran am Tisch, ich spiele einmal mit einem Ball auf ein Ziel, stelle mich dann unterm Korb an. So kann man bestimmt 14, 16, 18 Kinder gut in Bewegung halten und die gerade draußen sind, müssen auch nicht übertrieben lange warten. Ja. Das sind erstmal so meine Gedanken. Aus dem Chat kam ja auch schon jetzt der Hinweis, man könnte natürlich auch deutlich mehr Spiele anbieten, man könnte mehrere Tische hinstellen, man kann das natürlich auch räumlich anders ausgestalten. Also sowohl, dass man da die ganzen Hocker nimmt, die in der Turnhalle ja zuhauf sind, dass dort die Spiele stattfinden, die könnte man wiederum anders in der Halle verteilen. Wir könnten natürlich auch jetzt nicht alles in eine Spielrichtung machen. Wenn wir jetzt an Querfelder denken, viele haben diese Basketballkörbe an den Wänden, an den Seitenwänden, dass man auch entsprechend da abbiegen kann und sich einen Korb dort aussucht, vielleicht freie Wahl hat, dann ist schon mal ist ein ganz anderes Spiel. Die Handballtore sind die Handballtore oder vielleicht auch das Fußballtor. Ich glaube, da kann man jede Menge noch machen. Ich würde auch dafür plädieren, dass Sportlehrkräfte, dass sie auf jeden Fall immer einen kleinen Fundus an Kartensets oder ein 12er-Set Würfel in der Halle haben oder in der Tasche. Das ist wirklich eine coole Möglichkeit, das mal ein bisschen aufzulockern. So, Spiele sind prima. Birgit schließt sich mein Plädoyer an. Zustimmung ist immer gut. Die ganze halbe Klasse, Frage von Anke nach dem ersten Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf das erste Spiel hier, das erste Kartenspiel bezieht. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz hier, jetzt sehen wir es nochmal, erklären, was da passiert. Und die Frage von Eva nach einer Altersempfehlung für diese Spiele. Also da würde ich mal ganz kurz mich nie mal anschließen. Wenn man das mit 16-Jährigen spielt, dann haben die da immer noch jede Menge Spaß dran. Denn am Ende des Tages läuft es auf eine 1-gegen-1-Situation hinaus. Wer schneller schaltet, der hat den entscheidenden Vorteil für sich gewonnen. Also das ist auf jeden Fall auch in der Sek 1. Und ich bin mir sogar sicher, wenn man irgendwelche Grundkurse hat in der Sek 2, dann haben die da jede Menge Spaß an so einer spielerischen Erwärmung. Und wenn man das in einem Grundkurs Leichtathletik macht, dann ist das, glaube ich, eine tolle spielerische Erwärmung auch. Da macht man, glaube ich, nichts mit falsch. Ja, die Eva ist aber clever. Jetzt hast du quasi die Grenze nach oben aufgemacht und nach unten eine setzen. Also gibt es eine Untergrenze, wo du sagst, okay, so alt sollten die sein? Also mein Bauchgefühl würde jetzt sagen, mit 6 oder 7 kann man das, also mit 6 oder 7-Jährigen kann man das auf jeden Fall spielen, weil die Spiele ja einfach und pfiffig zugleich sind. Genau darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, eine unlösbare Knobelaufgabe zu stellen, wo alle 10 Minuten dran sitzen, sondern es geht um sehr, sehr basale Signale wie Farben, Formen, Stapeln. Von daher würde ich sagen, wenn ich das mit meinem Neffen spielen würde, der hätte da eine Menge Spaß dran. Er gewinnt. Ja, es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Marius Huth und ich das mal im Alba-Büro gespielt haben und auch noch alte Männer daran Spaß haben. Ja.
Nee, und auch das ist ja nochmal eine Möglichkeit zu differenzieren. Ne? Also wenn man das in der Schulanfangsphase erste, zweite Klasse hat oder das auch gerne mal in der Vorschule testen möchte, dann kann man natürlich da auch einfachere Spiele machen. Warum sollen die nicht am Tisch sich gegenüber sitzen und auch Schere, Stein, Papier machen? Also so, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich glaube, da kann man nach unten wie nach oben sicherlich einiges noch verschieben. Dann abschließend vielleicht zu diesem Video noch die Frage, Punkte. Gibt es hier Punkte? Werden die irgendwie gezählt? Ja, in der Spielesammlung, die ihr alle im Anschluss noch erhaltet, haben wir uns dafür entschieden, dass die Jungs, die jetzt jeweils auf einer Seite des Tisches sind, ist jetzt aufgrund der sechs dunklen Jacken schwer zu erkennen, eine Mannschaft bilden und dass dann entweder der Trainer oder idealerweise die Spieler, aber meiner Erfahrung nach sind die Kinder so im Spiel, dass sie dann auch noch vergessen, wie viele Punkte sie erzielt haben. Also dass jeweils drei Kinder auf der einen Tischseite ein Team bilden und die anderen drei dann eben das andere Team. Aber man kann natürlich auch sagen, jedes Mal, wenn ein 1 gegen 1 vorbei ist, muss man sich einen neuen Partner suchen. Und wer als erstes vier Siege hat, gewinnt das Spiel. Also das kann man ja individuell gestalten oder auch als 3 gegen 3, 4 gegen 4. Oder dann natürlich 10 gegen 10 im Klassenverbund. Das nächste Spiel, genau, beim nächsten Spiel handelt es sich um ein Spiel, in dem jetzt viel gepasst wird und also Passen passiert hier mehr oder weniger beiläufig. Dazwischen gibt es ein paar Zusatzaufgaben, die wir gleich gut erklärt sehen werden. Und ja, schauen wir mal, wie man das Ganze steigern könnte, wie variantenreich das zu gestalten ist. Da denkt bitte mit und schreibt es auch gerne gleich in den Chat, wenn ihr eine gute Idee dazu habt. Wir spielen das Spiel Wer fängt? Das Spiel funktioniert wie folgt. Wir bilden gleich Zweierpaare. Jeder von euch sucht sich einen Partner, eine Partnerin. Danach bewegen wir uns hier in dem blauen Feld. Wir laufen die ganze Zeit. Niemand bleibt stehen und ruht sich aus. Wir müssen uns währenddessen die gelben Bälle zupassen. Völlig egal, wer euer Partner ist. Jeder kann jeden anderen Spieler, jede andere Spielerin anpassen. Unser Ziel ist es, dass die Bälle nicht auf den Boden fallen. Passiert das, rufe ich kurz Stopp. Und alle müssen 5 Hampelmänner machen. Ich mache auch mit. Geht zu eurem Partner und fragt einmal, macht aus, wer die 1 und wer die 2 ist. Und weiter geht's. Wir passen und bewegen uns. Immer wenn ich den Ball gepasst habe, muss ich danach zu irgendeinem der 4 blauen Hütchen rennen, das kurz antippen. Danach renne ich wieder zurück ins Spielfeld und bin bereit, einen Ball von einem meiner Mitspieler zu bekommen. Stopp! Wir müssen 5 Hampelmänner machen, da ist ein Ball runtergefallen. Ich mache mit, 2, 3, 4, 5 und Bälle aufheben und weiter passen und weiter bewegen. Boah, Sima hat einen ordentlichen Pass spielen, den zählen wir mal nicht, wir machen weiter. Irgendwann stehe ich an der Seite und hebe meine Hand. Entweder eine 1 oder eine 2, das heißt während des gesamten Spiels müsst ihr immer mal gucken, wo ich gerade stehe. Ich bewege mich um das Spielfeld drumherum. Ihr müsst mich beobachten. Wenn ich die 1 zeige, dann der Partner, die Partnerin, der die Nummer 1 ist, rennt weg. Nummer 2 wird Fänger. Zeige ich die Nummer 2, rennt Nummer 2 weg. Nummer 1 wird Fänger. 2, ihr habt 5 Sekunden Zeit zu versuchen, euren Partner zu fangen. Ich zähle die Zeit laut runter. Schafft ihr das, bekommt ihr einen Punkt. Schafft ihr das nicht, kommt der oder diejenige, die wegrennt, einen Punkt. Merkt euch eure Punkte, weiter geht's. Und niemand beschummelt, wir sind alle fair. Wenn ich berührt wurde, gebe ich das zu, ist ja nicht schlimm. Okay, also hier kann man auch ganz gut sehen, wie jede Menge gleichzeitig läuft. Also die Kinder müssen sich eine Reihenfolge merken, die müssen sich merken, wer Spieler 1, Spieler 2 ist. Die müssen sich im Raum orientieren, kriegen dann noch Aufgaben, dass dann Hütchen angetippt oder umlaufen werden müssen. All das kann man natürlich steigern, dass die mehrere Hütchen umkurven müssen. Und dann kommt noch die räumliche Wahrnehmung zum Trainer oder zur Trainerin oder zu den Lehrkräften.
von denen dann nochmal ein Kommando kommt. Ja, also darauf muss man dann nochmal reagieren. Erstmal das Ganze natürlich verarbeiten. Also in dem Fall gab es das jetzt akustisch und es wurde angezeigt. Man kann natürlich auch nur eins von beiden machen. Das erhöht natürlich nochmal den Schwierigkeitsgrad, sodass es die Wahrnehmung wiederum dazu führt, zu einem kognitiven Prozess. Boah, wer bin ich denn? Muss ich jetzt fangen? Muss ich wegrennen? Und dann sind vielleicht schon die ersten Zehntelsekunden vorbei von diesen 5 Sekunden, die Kinder da haben. Hat ein bisschen was von Schwarz-Weiß, ne? Von diesem Reaktionsspiel, wo man gegenüber sitzt. Nur, dass das Ganze im Raum ist und dadurch nochmal ganz schön knifflig in einigen Situationen. Nima? Ja, vor allen Dingen der Aspekt der Wahrnehmung, also wo ist die Person, der Mensch, den ich fangen muss, plus mit einem Auge, also peripher auch immer sehen, was der Trainer in dem Fall mir mitteilen möchte, beschäftigt das Gehirn wunderbar. Und ich finde, es ist ein absolut empfehlenswertes Spiel, weil man hier gerade sehr schön sieht, alle sind in Bewegung, permanent sieht man Kinder, die den Kopf drehen, weil sie versuchen, die Komplexität des Spiels, und das Spiel ist komplex, also ich würde sagen, da haben 18-Jährige auch so ihre lieben Probleme, dieses Spiel sofort in Anführungsstrichen zu mastern. Von daher die perfekte Kombination aus permanenter Einsatz kognitiver Fähigkeiten plus in Motorik oder in der Bewegung das Ganze zu machen. Wirklich sehr einfach konzipiert mit einer hohen geistigen und körperlichen Anforderung und trotzdem kindgerecht. Zumal hier jetzt alle noch gleich aussehen. Das macht es nochmal ein bisschen schwerer. Also peripheres Sehen, du sprichst es an, peripheres Sehen ist super wichtig im Sportspiel. Da wird uns auch die Unfallkasse sicherlich beipflichten. Also die meisten Unfälle passieren halt, weil man irgendwie nicht ein kreuzendes Kind gesehen hat von links oder rechts, wenn es Zusammenstöße gibt. Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler werden Sportspiele untersuchen, die, also vielleicht mit so einem Eye-Tracker, die werden sehen, während der Zuschauer am Fernseher klebt und sagt, warum sieht er den nicht, warum passt er nicht, warum passt er nicht, er ist doch da frei, dann kann man das sehr gut untersuchen und feststellen, dass viele Situationen gar nicht erfasst werden, dass die Wahrnehmung gerade im peripheren Sehen immer geringer wird. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut erklären. Die Geräte, auf denen die Kinder gucken, die werden ja auch immer kleiner. Also mittlerweile können wir froh sein, wenn sie nicht irgendwo gegenlaufen. Deshalb ist es doch mal ein guter Ansatz, peripheres Sehen so ein bisschen in den Blick zu nehmen. Vielleicht kann Steini ja was dazu beisteuern. Der ist ja jemand, der Sportspiele untersucht hat. Ich wollte eigentlich eine Frage zu beisteuern. Ja, du machst es. kam, aber wollte deinen Beitrag auch nicht unterbrechen. Es gab nochmal die Frage von Eva, was mit den Bällen passiert, wenn dann gefangen wird. Ja, das stimmt. Das sieht man in dem Video nicht besonders gut, weil man, glaube ich, auch gut erkennen kann, dass die Kinder mit der motorischen Umsetzung schon mal ihre liebe Mühe haben oder ihre ganze Konzentration richten. Das kann man unterschiedlich handhaben. Wenn also das Signal von Christoph heißt der Trainer von Alba Berlin, gibt, dann muss das Kind, was gerade den Ball hat, den Ball wie ein Football unter den Arm klemmen oder muss ihn dribbeln oder muss ihn hinlegen. Da kann man ja unterschiedliche Ideen sozusagen ausprobieren. Okay. Thomas Neu hat geschrieben, Karate hätte hier eine Studie gemacht mit den Kaderathleten. Thomas, wenn du die Zeit hast, dann tipp uns doch gerne noch was dazu rein. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr spannend. Okay, hier wird schon gefragt nach einem Zwischenschritt vielleicht. Wir haben ja noch keine Variante dabei. Aber wie könnte man das Spiel ein bisschen runterskalieren? Wie könnte man die Komplexität jetzt verringern? Naja, also ganz klar natürlich, wenn man den Raum hat und Spiele draußen, also wir haben ja alle Spiele draußen gedreht, man nimmt einfach nur die Hälfte der Kinder in einem Feld. Es wirkt ja deshalb auch so wuselig, weil sich sehr viele Kinder auf relativ kleinem Raum bewegen. Wenn man das Ganze nur mit meinetwegen 4 oder 6 Kindern in einem Quadrat hat, dann wird es schon mal übersichtlicher. Das würde mir sofort einfallen, um das Ganze runter zu skalieren. Genau. Oh Gott, stimmt, schreibt Laura. Ja.
Ja, okay. Ich bin nicht Gott, ich bin nur der Referent heute, aber... Aber das Geburtstag, deshalb darfst du dich. Ja. Okay, mit Blick auf die Zeit, denke ich, müssen wir gleich zum nächsten Spiel übergehen. Genau. Dann lasst uns doch gleich weitermachen, dass wir heute noch alle Spiele euch zuteil werden lassen. Genau, vielleicht noch der Hinweis, dass wir bei der Playlist im Nachgang dann auch wieder noch das ein oder andere Spiel mehr oder die ein oder andere Variante im Nachgang haben, weil jetzt hier schon ein paar Fragen oder Ideen noch dazu kamen. Wir spielen jetzt das Spiel Ball hinterm Rücken. Ihr habt zu zweit einen Ball. Ich mache das noch mit Juna vor. Ich habe den Ball. Juna steht mit dem Rücken zu mir. Ich stehe hinter Juna. Ich werde den Ball jetzt fallen lassen. Und Juna muss versuchen, den Ball, nachdem er einmal auf dem Boden war, aufzufangen. Ihr könnt variieren. Ihr könnt es von hier oben machen. Ihr könnt es von da unten machen. Das ist völlig egal. Wir probieren es mal aus. Juna, bist du bereit? Sehr gut. Hat sie geschafft. Ein Punkt. Okay. Applaus, Applaus, genau. Das Spielfeld ist wieder hier. Ihr könnt euch einfach verteilen, wie ihr wollt. Und dann geht's los. Wechselt euch immer noch dreimal ab. Sehr schön, Feline, super. Oh, das war gemein. Sehr gut, Ma. Super Reaktion. Ja, wir haben uns entschieden, quasi die Basisvariante zu zeigen, weil wir finden, dass auf dieser Basisvariante, es ist ja sehr einfach, zwei Kinder, ein Ball, sehr einfach, wo die Reaktion und das akustische Signal wahrzunehmen, sich schnell umzudrehen, um den Ball zu fangen. Das Ganze kann man natürlich auch abändern, dass der Trainer hinter Juna, so heißt, glaube ich, das Mädchen, hinter Juna steht und den Ball über eine Schulter von Juna wirft und sie sieht den Ball quasi und darf dann erst reagieren. Das Spiel ist, wie ich finde, sehr einfach hoch zu skalieren, indem man Juna nach erfolgreichem Fangen des Balls noch verschiedene Aufgaben gibt. Also mach ein Dribbling durch die Beine oder pass den Ball sofort zurück oder fang den Ball mit nur einer Hand. Deshalb ist diese Basisvariante, wie ich finde, ein sehr schöner Anreiz und eine sehr schöne Ideengebung, um dann hier verschiedene Dinge auszuprobieren. Und man sieht auch sehr schön, wie Kinder unterschiedlich sich ausprobieren. Eine lässt den Ball in Hüfthöhe fallen, wie gerade eben die andere, wirft ihn erstmal in die Luft. Kann man, wie ich finde, auch sehr gut nutzen, um unterschiedliche Stärken der Kinder schon in dieses kleine Spielchen einzubauen. Also ich glaube auch, dass es schon anspruchsvoll genug für einige ist, den Ball zu fangen, obwohl sie ihn nicht sehen, vielleicht auch ein bisschen nach dem Gehör oder nach dem Kommando das Ganze zu machen. Wenn man aber natürlich da noch ein bisschen mehr Futter reingeben will, wir reden immer so von der kleinen Wartezeit im Kopf, wo man erstmal Informationen erstmal verarbeitet und sortieren muss und idealerweise über zwei Hürdenhälften hinweg, dann lässt es sich natürlich, gibt es da bestimmt auch noch unzählige Ideen, dass man das Ganze über Kreuz macht. Man gibt das Kommando links und es muss rechts gefangen werden. Also ganz viele von uns hier werden es wahrscheinlich dann unbeabsichtigt richtig machen. Oder man macht es, dass man entgegengesetzt das Kommando links ist, Kommando vom Spieler hinter mir. Ich sage rechts, aber muss trotzdem links agieren. Da, glaube ich, kann man den Kopf ganz schön durcheinander bringen und damit aber wiederum auch stärken und handlungsschneller machen. Habt ihr denn da jetzt aus dem Plenum, wenn man das so virtuell auch so sagt, Ideen, was man da noch mit einbetten könnte? Bisher kommt es noch nicht so viel dazu. Es trudelt bestimmt jeden Moment ein. Genau. Wurf über den Kopf, genau, das war das. Jetzt kommt hier noch mehr, sehr schön. Dass man den Ball hochwirft und vielleicht auch visuelle Signale gibt, dass man das Kommando umdreht und dann kommt der Ball, dass man wenig Vorbereitungszeit hat, um diese sportmotorische Handlung zu planen oder was.
Startposition des Fängers variieren. Sehr schön, genau. Das wären Möglichkeiten. Man kann natürlich auch verschiedene Bälle nehmen. Ne? Man kann ja offen lassen, ob da jetzt ein Tennisball gleich kommt, was natürlich eine ganz andere Situation ist. Dann stehe ich da und plötzlich ist der Ball zu klein. Oder ob das ein Medizinball ist, der einen ummäht. Nein, da kann man ja sicherlich auch nochmal sehr differenzieren und einen Überraschungsmoment mit einbinden. Okay, Rücken an Rücken hochwerfen, beide Kinder müssen reagieren. Okay. Ja, wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns, also von daher, wenn es nicht zu jedem Spiel Diskussionen gibt, können wir gerne zum nächsten Spiel kommen, da haben wir auch noch Varianten. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar heißt es Bälle hochhalten. Jetzt darf man nicht irritiert sein, in dem Spiel wird kein Ball das hochgehalten. Das nächste Spiel, was wir spielen werden, man ist muss eine die Variante des Spiels vorstellen. Bälle hochhalten. Nur, dass wir es heute hier mit Hockeyschlägern spielen. Dafür haben wir ein Spielfeld für euch begrenzt. Wir versuchen mit den Hockeyschlägern ja, okay, ich wollte sagen, und sie man muss sich das, die Basisvariante so vorstellen. Steini, ihr habt ein Kommando geben, wenn es weitergeht. Das wäre super. Ja, Dankeschön. Dass Bälle hochgehalten werden, dass man die vielleicht dribbelt oder dass man die hochwirft und die, solange die springen, sind die noch im Spiel. Wenn die Bälle zum Stillstand kommen, dann wäre das das Ende des Spiels. Das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt alleine versucht, drei Bälle hochzuhalten. Das ist die Überforderung pur, das kann man langsam steigern. Und das, hier haben wir schon die erste Variante, mit der man sich das trotzdem gut vorstellen kann. Und Action, bitte. Das nächste Spiel, was wir spielen werden, ist eine Variante des Spiels Bälle hochhalten. Nur, dass wir es heute hier mit Hockeyschlägern spielen. Dafür haben wir ein Spielfeld für euch begrenzt. Wir versuchen, mit den Hockeyschlägern die Bälle zu spielen und sie am Rollen zu halten. Achtung, wo könnte ein Ball liegen bleiben? Da in der Mitte ist zwar voll, aber da werden sie auch richtig langsam. Sie dürfen also nicht liegen bleiben und sie dürfen auch das Spielfeld nicht verlassen. Und ihr versucht bitte, immer einen anderen Ball zu spielen, also nicht zweimal nacheinander den gleichen Ball zu spielen. Wenn es geht. Ja, so oft wie möglich die Bälle wechseln. Da geht's, genau, hier, guck mal. Genau, Johann spielt, er darf nicht liegen bleiben. Du musst ihn spielen, Johann. Achtung, hier haut einer ab, genau, hinten, Balli der Rote. Gut. Oh, hier der Lila liegt gleich. Okay. Ja, eine schöne Sache, um alle aktiv zu halten. Da darf sich keiner bei entspannen. Was man da natürlich machen kann, um das vielleicht noch einfacher, um damit einfacher zu starten, ist, dass man tatsächlich eine Spielfeldbegrenzung vielleicht aus Bänken macht oder dass man das Ganze im Winkel zwischen zwei Wänden mit Bänken dann macht, dass erstmal das Thema Bälle rollen ins Aus erstmal keine große Rolle spielt. Allerdings muss man da natürlich wieder berechnen, wo kommt denn der Ball dann wieder zurück oder in welchem Winkel prallt der von der Wand ab. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ein ganz guter Schieberegler ist natürlich auch, wie viele Bälle wir ins Spiel geben. Also ist jeder für einen Ball verantwortlich oder haben wir doppelt so viele Bälle? Welches Ballmaterial haben wir da? Wie schnell rollt das? Da glaube ich, gibt es jede Menge zum drüber nachdenken und abschätzen. Also auch nochmal so eine Differenzierungs- und Anpassungsfähigkeit, die da gefordert wird. Was passiert, wenn ein Ball liegen bleibt? Beantworte ich gerne gleich, Silke. Was ich noch sagen wollte, was ich super finde an dem Spiel, ist, dass es ein Spiel ist, was sehr gut für die Klasse geeignet ist, weil man ja in einer Klasse in der Regel eine sehr große Bandbreite hat von sportlichem Interesse. Und bei dem Spiel kommt es halt auch auf jeden an. Also selbst ein Kind, was vielleicht noch nicht so viel Sporterfahrung hat, wird aber trotzdem gebraucht, weil im Zweifelsfall jedes Retten des Balles wichtig ist. Zu deiner Frage, Silke, wenn ein Ball ins Aus geht, kann man unterschiedliche Sachen machen. In einer Variante, die wir gedreht haben, da müssen alle Kinder stehen bleiben und beispielsweise 10 Hampelmänner machen. Ach, schön gerettet. Also es geht schon darum, den Kindern auch diesen Anreiz zu geben, was dafür zu tun, dass alle Bälle im Spiel bleiben. Ich halte wenig davon, dass man dann ein Kind, was vermeintlich nicht aufgepasst hat, wobei das eh schwer ist, das herauszufischen, wer nicht aufgepasst hat,
dann Strafliegestütz zu machen, sondern es geht ja immer auch um den Teamgedanken dahinter, weil nur wenn alle mitmachen, kann es irgendwie klappen. Es wird hier schon vorgeschlagen, eine Variante. Daniel, wenn ich die richtig verstehe, Treibball mit Punkten, also dass man vielleicht versucht, mehrere Teams, korrigiere mich dann, wenn ich falsch liege, dass man vielleicht verschiedene Bälle hat, also Team 1 hat blaue, die anderen haben rote und welcher Ball liegen bleibt, die Mannschaft hat ein Problem. Dann gib uns da ruhig nochmal ein Feedback. Also ich finde die Idee ganz ziemlich cool. Also das klingt spannend. Dürfte nochmal für die Teammotivation nochmal gute Rolle spielen. Oder man macht es dann, dass die Teams dann irgendwie Leben verlieren, ne? Dass die dann gegeneinander spielen. So aus dem Videospiel kennt man das. Ist dann ein Herzchen weg zum Beispiel. Genau. Ja. Dann können wir gerne. Steinberg drückt auf die Tube, super. Sehr gut, machen wir gleich weiter mit Tic-Tac-Toe. Unser nächstes Spiel heißt Tic-Tac-Toe. Ziel ist es, mit drei Spielerinnen drei Felder zu besetzen und damit eine Reihe zu bilden. Dann erhält eure Mannschaft einen Punkt. Dafür haben wir euch in zwei Teams eingeteilt, einmal Team Rot und einmal Team Blau, dass man euch besser erkennt, wenn ihr die Felder besetzt. Und ihr startet bitte ein Team an diesem roten Hut, das andere Team am Hut gegenüber. Und es laufen immer drei Spielerinnen gleichzeitig in die Mitte und versuchen, für ihre Mannschaft eine Reihe zu setzen. Wenn ihr gleichzeitig in einen Reifen hineinsteigt, also eine Spielerin von Rot und eine von Blau, gleichzeitig in einen Reifen hineingehen, müssen beide den Reifen wieder verlassen und einen neuen besetzen. Dann ist der Reifen frei für jemand Neues, der da rein kann. Wenn zwei gleichzeitig ist und beide wieder rausgehen, kann dann einer wieder rein. Genau. Wenn zwei gleichzeitig drin waren, machen den Reifen frei, ist er wieder zu besetzen für jemand Neues. Okay? Nicht für dieselbe Person. Fertig? Go! Stopp! Die blaue Mannschaft hat diagonal besetzt. Das heißt, der erste Punkt geht an das blaue Team. Ihr geht bitte wieder zurück zum Start. Fertig? Go! Die heißt neu besetzen. Zack und stopp. Die drei Blauen sind in einer Reihe. Es gibt einen weiteren Punkt für Blau. Ihr geht zurück zum Start. Im nächsten Schritt werden wir eine Variante dieses Spiels spielen, wo ihr dabei einen Basketball dribbeln müsst. Die Regeln bleiben dieselben, nur ihr dribbelt dabei einen Ball und versucht dann eine Reihe zu besetzen. Punkt für Blau. Zurück zum Start. Let's go! Punkt für Blau. Genau. Der Reifen war besetzt, aber der Ball war irgendwo in Richtung Mitte unterwegs. Dann werden wir noch in eine dritte Variante gehen, bei der ich euch Zahlen zuweise und ich bestimme, wer von euch laufen muss. Ihr könnt euch also vorher nicht wirklich absprechen und wisst, welche drei dran sind. Sondern ich bestimme und ihr müsst spontan loslegen und dann als Mannschaft versuchen, eine Reihe zu besetzen. 1, 2, 3, go! Zurück! Ja. Und rein! Gleichzeitig auflösen! Raus! Da! Genau! Zurück zum Start! Wir legen uns alle auf den Bauch. Die Nase ist auf Höhe eures Fußes. 1, 3, 4, go! So, da, ihr müsst einmal nach rechts. Gleichzeitig besetzt, heißt freimachen bitte. Da! Wieder gleichzeitig, wieder freimachen. Bleib drin. Du bleibst auf und du bist da rein. Los, ja. Ja, unser Trainerkollege Ferdi hat ja schon wunderbar viele Varianten erklärt. Deshalb hat das Video ja auch ein bisschen länger gedauert, was man gerade sehr schön am Ende gesehen hat. Und weshalb mir das Spiel so gut gefällt, ist, dass die Kinder automatisch animiert werden, für andere mitzudenken. Ich glaube, Blau hat ja dann eben am Ende eine Lösung gefunden. Und dann haben die Mädchen, die schon ihre Position eingenommen haben, für die dritte Person mitgedacht. Also der Kopf ist quasi permanent in Bewegung, auch wenn ich vermeintlich schon in meinem Kreis stehe, weil ich gucke und versuche im Team Lösungen zu finden.
sehr einfaches Spiel, aber ergibt sich dann vor allen Dingen im Rechteck eine wirklich schöne Dynamik, um die Kinder auch zum eigenen Lösungsfinden irgendwie zu animieren. Im Chat kam jetzt häufig der Hinweis, dass es oft gespielt wird, allerdings mit Leibchen. Das ist, glaube ich, auch der Klassiker, dass man das in so einer Art Staffel macht. Wir hatten das in der letzten Fortbildung auch, dass man Tic-Tac-Toe mit Leibchen spielt, teilweise mit Sichtschutz. Auch das ist schon cool, weil man wirklich denken muss und einen Plan braucht. Und ja, jetzt ist es hier natürlich ein bisschen anders. Also es gibt jetzt hier nicht so eine extrem hohe Bewegungszeit, wobei bei einer Staffel auch immer nur einer rennt, aber alle sind involviert. Alle sind irgendwie gleichzeitig Objekt, Subjekt und werden rumgeschoben, geben sich Hinweise. Und man sieht hier ganz gut, wer sich räumlich orientieren kann. Also gerade in dem Beispiel ist Team Blau da irgendwie deutlich fixer und fitter. Kriege ich gleich Lust zu spielen tatsächlich. Also wer nachher noch online bleiben will, verabreden wir uns. Ja. Ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, wir haben ja noch zwei Spiele. Wir werden 17 Uhr in bester Alba Berlin Online-Fortbildungsmanier wahrscheinlich nicht halten können. Overtime. Genau, es gibt sozusagen Overtime. Die Overtime, würde ich mal sagen, wird so 6 bis 9,5 Minuten dauern. Also ja. Ihr haltet ja die Spiele ohnehin im Anschluss, wer gehen muss. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr alle sind ja immer noch 540 Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ihr alle dabei bleibt. Okay, dann schauen wir uns gleich jetzt drei verschiedene Varianten von Sortiert euch an. Die vielen Worte überlassen wir jetzt den Coaches, würde ich sagen, die das Ganze anleiten. Unser nächstes Spiel ist eine Variante des Spiels. In dieser Runde spielen wir innerhalb des abgesteckten Spielfeldes. Wir haben unsere farbigen Markierungsteller, nach denen wir uns dann sortieren werden auf das Kommando. Und ihr habt jetzt einen Fußball, den ihr am Fuß führen werdet und dribbelt. Dabei gibt es das Kommando 1, das heißt, ihr dribbelt bitte vorwärts. Und das Kommando 2, das heißt, ihr dribbelt euren Fußball bitte rückwärts. Wenn ihr an einem anderen Spieler vorbeikommt, tauscht ihr die Hüte aus und dribbelt weiter. Tauscht bitte wieder immer mit einem anderen Kind. Können wir das lauter machen, Herr Steinberg? Sortiert euch! Das fällt mir auch auf. Trefft ihr euch dann in den entsprechenden Farben, habt dabei den Fuß auf dem Ball und die Fäuste zusammen. Wenn das alle Spieler einer Farbe geschafft haben, dann seid ihr sortiert. In der 1, Tempo machen, Spielfeld nutzen, auf geht's. Könnt ihr auch gerne einen Trick mit einbauen. Sortiert euch. Punkt für Blau. Ball unterm Fuß und Fäuste zusammen. Hol den Ball wieder ran und wir starten direkt in die 1. Nutzt bitte wieder das ganze Feld und macht noch ein bisschen mehr Tempo. Seid ein bisschen mutiger, dann zum Abstoppen kommen, Teller tauschen. Ja, super. Kann man sich natürlich vorstellen mit unterschiedlichsten Gegenständen. All das, was man in der Halle findet, sind es Poolnudeln oder was auch immer, kann getauscht werden, was farbig ist. Man kann das mit einem Hockeyschläger machen, mit kleinen Bällen. Fußball, Basketball dribbeln, mit einem Volleyball dribbeln, einen Ball mit Pritschen hochhalten. Mit einem Volleyball ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn alle nach oben schauen, das weiß ich nicht, aber da kann man sich allerhand vorstellen. Aus Zeitgründen und weil wir noch zwei Varianten vorbereitet haben, würde ich vorschlagen, dass wir uns gar nicht lange damit aufhalten. Man muss natürlich, im Kern des Spiels ist, glaube ich, allen klar, man sortiert sich. Das nächste Spiel ist eine Variante des Spiels Sortiert euch. Wir spielen wieder innerhalb des rot markierten Spielfeldes. Ihr habt wieder Markierungsteller in drei verschiedenen Farben. Ihr habt jeder einen Basketball, den ihr während der Übung dribbeln werdet. Und ihr habt zusätzlich jetzt noch drei verschiedenfarbige Hemden an. Mit dem Basketball gibt es wieder drei Bewegungsaufgaben. Bei der 1 dribbelt ihr euren Basketball vorwärts im Hopserlauf. Bei der 2 dribbelt ihr euren Basketball bitte im Rückwärtslaufen. Und bei der 3 dribbelt ihr euren Basketball bitte vorwärts im Entengang. Wenn ich jetzt das Kommando Sortiert euch sage, kann es in zwei Richtungen gehen. Sortiert euch nach Tellern.
Dann geht ihr bitte in den gleichen Farben, die ihr als Teller in der Hand habt, zusammen. Streckt wieder die Fäuste zusammen und habt den Basketball unterm Arm. Sortieren Teller! Wenn ich sage, sortiert euch nach Shirts, sortiert ihr euch bitte in den gleichen Farben der Hemden, die ihr tragt. Haltet den Basketball unterm Arm und streckt die Fäuste zusammen. Sortieren Shirts! Ein Punkt für jedes rote Shirt. Wir starten in der 1, wir machen direkt weiter. Und wir wechseln in die 3. Wir dribbeln in der 3, schön tief runtergehen. Tief runter. Michael, kannst du noch tiefer? Tief runter, gut. Wir wechseln wieder zurück in die 1. Machen ein bisschen Tempo und immer wenn wir jemanden treffen, tauschen wir unseren Hut. Sortieren Teller. Ein Punkt für die Rote. Moment, einmal anhalten bitte. Ab jetzt rufe ich nur noch Teller oder Shirts und ihr müsst schauen, ob ich meinen Arm oben habe. Ist der Arm unten, sortiert ihr euch in den gleichen Farben, der Shirt oder der Teller. Ist der Arm oben, sortiert ihr euch bitte bunt. Einmal rot, einmal gelb, einmal blau. Alles klar? Wir gehen in die 3, dribbeln weiter. Wenn wir jemanden treffen, tief runtergehen. Wenn wir jemanden treffen, tauschen wir unseren Teller. Teller! Hier vorne die 3, roter, gelber, blauer Teller. Ihr kriegt jeweils einen Punkt. Wir machen weiter in der 1. Hopserlauf. Hoch geht's, weiter dribbeln dabei. Wenn ihr jemanden trefft, tauscht ihr bitte den Teller. Shirt! Punkt für blau. Wir gehen in die 1. Direkt weitermachen. Auf geht's. Nutzt das Spielfeld. Hier drüben ist jede Menge Platz. Und Teller. Gut, Punkt für gelb. Kommt bitte zusammen, wir treffen uns wieder hier vorne. Also auch hier sieht man wieder, dass jede Menge zu tun ist. Also im normalen Ablauf ist schon jede Menge zu tun. Man hat verschiedene Bewegungsaufgaben, das Arbeitsgedächtnis ist gut gefüllt mit verschiedenen Varianten, wie man sich zu bewegen hat. Und die Spielenden wissen überhaupt nicht, was als nächstes kommt, wonach sie sich sortieren sollen. Ein paar Sachen sind fest, ne? Die Merkmale der T-Shirts zum Beispiel, die anderen, die ändern sich im Sekundentakt. Also da muss man wirklich reagieren, sich viel merken können und dann viel verarbeiten können entsprechend. Okay, Eva, super, lass dich pieksen. Die Ersten verabschieden sich zum Impftermin, sehr wichtig und richtig. Okay, kommen wir weiter zu Variante 3. Von sortiert euch. Das nächste Spiel ist eine Variante des Spiels sortiert euch. Wir beginnen wieder mit Bewegungsaufgaben innerhalb des mit den roten Hüten markierten Feldes. Und das Ziel ist es für euch, euch zunächst einmal wieder nach Farben zu sortieren. Entweder nach den Tellern oder nach den Shirts. Diesmal aber wirklich nur in dem gleichfarbigen Team sortieren. Und mittendrin wird dann der Basketball ins Spiel kommen. Sobald ich den Basketball in das Feld hineinrolle oder werfe, könnt ihr versuchen, den Basketball zu bekommen und spielt dann in den Farben eurer Shirts zusammen. Oh. Let's go! Rot ist heute nicht gut. Weiterspielen! Und ihr könnt euch den Korb aussuchen. Wo ist Platz? Wenn ein Spieler den Ball erobert, kann er sich aussuchen, auf welchen Korb er angreift. Und das Ziel wird sein, dass ihr einen Treffer macht. Weiterspielen! Wenn ihr daneben werft, geht das Spiel weiter mit Rebound und ihr dürft so lange spielen, bis er reingeht. Ist ein Treffer erzielt, kommt der Ball wieder zu mir. Wir treffen uns wieder in unserem rot markierten Feld und es gibt eine Bewegungsaufgabe. Gut, Ball zu mir. Schnappt euch bitte jeweils wieder einen Teller. Gut, und 2. Wenn ihr jemanden trefft, Hüte tauschen, nicht spazieren gehen. Auch rückwärts kann man ein bisschen Tempo machen. Gut, und Shirt. Blau, rot, blau, rot, blau, fertig.
Blau, gut. Bewegungsaufgabe 1. 1, durcheinander, Hüte tauschen. Let's go! Gut, Treffer für Rot. Wir gehen in die 1, wir machen richtig Tempo. Teller tauschen, wenn jemand trifft, Teller tauschen, immer eine andere Person, immer eine andere Farbe. Weiterspielen. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das Prinzip war klar. Wurde nur noch mal eine Spielidee überführt mit zusätzlichen Angriffsrichtungen. Aus dem Chat gab es einen Hinweis, dass es auch eine gute Möglichkeit wäre, die passiven Spielerinnen und Spieler einzubinden. Also da danke an Marvin für den Hinweis, dass die dann hochhalten, die Farbe, und dass sie die Kommandos geben. Super Idee. In Anbetracht der Zeit, wir wollen ja in 2,5 Minuten fertig sein. Ja. Dann geht das Gedächtnis. Dein Arbeitsgedächtnis funktioniert auch. Ja, manchmal. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Wir spielen eine Variante des Spiels Parteiball. Wir haben drei Mannschaften eingeteilt, einmal hellblau, einmal dunkelblau, einmal rot. Ziel ist es, so viele erfolgreiche Pässe zu meiner Mannschaft oder zu einer anderen Farbe zu erzielen. Dabei ist immer eine Mannschaft Verteidigung. Die Verteidigung hat die Aufgabe, den Ball einfach nur zu berühren. Wenn sie es schaffen, wechselt die Verteidigung ab. Wir haben diesmal allerdings eine Zusatzregel. Ich darf den Ball nicht zu einem Spieler aus meiner Mannschaft passen. Das heißt, wenn Team Blau den Ball hat und Team Rot in der Verteidigung ist, muss Team Dunkelblau den Ball wohin passen? Zu Hellblau, genau. Okay, los geht's. Rot verteidigt. Los geht's. Berührt. Dunkelblau verteidigt. Sehr schön, Noel. Sehr schön. Sehr gut, Jungs. Ja, bewegen wieder, bewegen. Super. Team Blau, verteidigen, verteidigen, verteidigen. Ihr wollt den Ball haben, Maike. Müsst den Ball nur berühren. Sehr schön, berührt. Der Pass kam von Hellblau. Hellblau verteidigt. Ja, zum guten Schluss der heutigen Fortbildung nochmal ein absolutes Lieblingsspiel von mir. Warum? Erstens, man kann sehr gut differenzieren, also schwächere Spieler oder Spielerinnen können beispielsweise noch ein zusätzliches Dribbling bekommen, um sich mehr im Raum zu bewegen. Man kann sehr auf Techniken achten, man kann auf die Sternschritte achten, die beim Basketball wichtig sind. Man kann verlangen, dass nach jedem Pass ein Handwechsel durch die Beine gespielt werden muss, um den räumlichen und zeitlichen Druck auch noch zu erhöhen. Das Ganze kann man aber auch sehr gut hochskalieren. Ich habe das schon im 4 gegen 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 gegen 5 oder wie Davide es sagt, hallo Davide, mit zwei Bällen zu spielen. Das habe ich auch schon mit erwachsenen Teams gespielt. Also die Altersbandbreite ist aufgrund dieser ganzen Bausteine bei diesem Spiel wirklich sehr, sehr groß. Und man sieht ja auch die Kids, wie alt werden sie gewesen sein, 8 Jahre vielleicht, waren die ganze Zeit in Bewegung und mussten immer den Reiz unterdrücken, nur den eigenen Mitspieler anzupassen, sondern im Gegenteil, gerade den darf ich eben nicht anpassen. Also wie ich finde, ein wirklich sehr einfaches und sehr kniffliges Spiel. Super. Kam jetzt auch der Vorschlag von einigen Teilnehmenden, dass man das Ganze mit einem zweiten Ball noch ein bisschen anreichert. Okay.
Ja, die Diskussion bauen wir ja immer schon interaktiv in die ganzen Videos ein. Von daher, wenn jetzt keine großen oder auch kleinen Fragen mehr sein sollten, die jetzt hier beantwortet werden sollen, dann haben wir diesen Punkt eigentlich schon abgehakt, also dynamisch in die Fortbildung eingebaut. Bleibt uns eigentlich nur noch der schöne Hinweis auf die nächsten beiden Fortbildungen. Zwei wollen wir ja noch vor den Sommerferien anbieten. Einmal am 31. Mai, wie ihr oft schon angeregt oder euch gewünscht habt, dass wir einen Fokus auf Kita legen, wird es am 31. Mai soweit sein, Spiel und Spaß in der Kita. Und am 21. Juni, kleine Spiele, großer Spaß, wo wir nochmal eine Bandbreite von verschiedenen Anregungen mit wenig Materialeinsatz und hoffentlich großem Spaß für alle Beteiligten euch präsentieren wollen. Die letzten Worte solltest ruhig du haben, Flo. Du bist ja hier der heimliche Star dieser Veranstaltung. Vielen Dank. Kann ich gleich meinen Überraschungsmoment noch nutzen. Lasst uns bitte auch ein Feedback da. Also Jana schreibt euch das bereits im Chat, den Link. Hinterlasst uns das Feedback. Wir versuchen das kontinuierlich zu verbessern. Und die abschließenden Worte sind natürlich Happy Birthday nochmal und feier deinen Geburtstag schön. Ich putze gleich hier das Büro. Ciao, mach's gut. Hey. Das war stark. Ja, das war lange vorbereitet, von langer Hand. Das Rauschen in der Leitung war eigentlich Papier zerreißen. Eine Stunde lang die Konfetti-Schnipsel in der Hand behalten, ja, stark. Vielleicht so eine Schale hier.